Hallo, wir sind das Team Nimbro Rescue von der Universität Bonn. Wir sind 6, 7 Leute, die sehr viel an diesem Roboter arbeiten und dieser Roboter heißt Momaro. Unser Team Nimbro versucht jetzt zum zweiten Mal, die vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gestellten Aufgaben zu erfüllen. Wir haben uns auch schon am Spaceport Cup 2013 beteiligt. Und seitdem haben wir jetzt hier einen neuen Roboter gebaut, der mehr Funktionalität besitzt. Der kann sich hinstellen, er kann Dinge überschreiten, er kann fahren und laufen und hat 2 Arme anstatt eines Arms. Die Arme sind sehr flexibel in dem, was man damit machen kann. Also man kann ihn voll den Arm bewegen wie die menschlichen Endeffektor. Man hat hier in der Hand nochmal eine Kamera, mit der man sehen kann, welche Objekte man zwischen den Fingern hat und in welcher Art und Weise man sie drin hat. Also wir haben dieses Jahr auch an einem internationalen Wettbewerb in den USA teilgenommen, der DARPA Robotics Challenge. Und gerade da haben wir festgestellt, dass es für das Kontrollteam extrem wichtig ist, einen guten Überblick über die Situation zu bekommen. Dass wir auch die vielen Kamerabilder und Laserscanner und so weiter, damit einfach für das Kontrollteam klar ist, was gerade Situation ist. 3 Kameras, um die Umgebung zu sehen. Eine Kamera, die nach unten schaut und ein Fischaugenobjektiv hat, sodass man alles um den Roboter ringsherum sieht. Dann haben wir hier eine ASUS-Kamera, um Tiefeninformationen nochmal zusätzlich zu haben zu den Farbinformationen. Dann haben wir hier unten drin eine Kamera, die zwischen die Beine schaut und sehen kann, was ist das Problem zwischen den Rädern. Gibt es dort ein Problem? Ja, zu der Kommunikation zwischen Roboter und Operator Station kann ich noch sagen, dass sich die Datenrate im Vergleich zu 2013 bei uns stark erhöht hat. Das heißt, wir haben mehr Kamerabilder und mehr Sensorinformationen, die wir übertragen. Und gleichzeitig aber auch die Ausfallsicherheit, also auch Störsicherheit gegenüber Einflüssen aus der Umwelt, sich stark erhöht hat. Sodass wir insgesamt die Hoffnung haben, dass unser System sehr viel robuster sein wird als 2013.